Intro. Naja, vielleicht doch in den Hof. Hallo, halli, liebe Freunde, ich bin's wieder, Flipperstein, der alte Knackerschmatz aus dem rostigen Städtchen der Lenkbach im Wienerwald. Ich sitze hier im Wohnzimmer und hab die aktuellen Corona-Covid-19-Zahlen für euch. Ja, von und zu überhaupt das Beste und sowieso. Ha! Komm, sperrt sich das Handy, muss es neu laden. Ich habe heute in der Früh gesehen, dass was rot ist auf der Corona-Ampel und jetzt ist es Abend und das Rote ist futsch und auch die Zahlen und Fakten sind futsch. Das trifft sich ja gut, dass ich gerade vor dem PC sitze, da werde ich das gleich hier machen und dann haben wir überhaupt keinen Stress von uns überhaupt. Infopoint Corona, Zahlen und Fakten, so. Die Corona-Ampel, es ist ja lächerlich. Gestern war alles gelb und heute ist wieder alles grün. Wir sollten das noch ernst nehmen, bitte. Also, egal. Stand in Österreich, 18.09.2020, 17 Uhr. Es gibt 37.114 positiv getestete Personen. Das sind 553 mehr. Es wurde 1.413.965 Personen getestet. Das sind plus 18.854. Es gibt 7.447 aktive Fälle inklusive Spital. Das sind plus 396. Es gibt 744 Verstorbene, das sind plus 4. Es gibt 272 im Spital ohne Intensiv, das sind plus 8. Und es gibt 62 auf der Intensivstation, das sind plus 7. Falls euch das Plärren im Hintergrund irritiert, das ist ein Kind, das glaubt, es muss randalieren, anstatt zu schlafen. Und das hat dann den Effekt, dass es immer, wenn es nicht schläft, denn es schlafen soll, dann einen Mittagsschlaf braucht, weil es nicht mehr aushaltbar ist und man echt das Bedürfnis hat, es gegen die Wand zu werfen. Und nachdem man das ja nicht tun soll und auch nicht will, bringt man es ins Bett, dann schläft es 1,5 Stunden und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Es ist so kompliziert mit Kindern, es ist unglaublich von und zu überhaupt. So, heute, es gibt einen Tag mit vielen Informationen. Erstens habe ich heute von und zu überhaupt mit Computern getan. Ich habe heute, glaube ich, 8 Stunden nur Computer gemacht. Ich habe heute mit Lenovo telefoniert und gemailt und habe mir wieder Geschichten reindrücken lassen und bin entsetzt, was sich auf der freien Marktwirtschaft im EDV-Bereich abspielt und bin ernsthaft am Überlegen, mich aus dem Geschäft, zumindest mal aus dem Handel zurückzuziehen. Das mache ich so alle paar Monate, überlege ich das, weil es eine Katastrophe ist. Wenn es interessiert, schreibt es drunter. Ich mache mal einen genauen Bericht, wie sich das mit den Computergeschichten in den letzten 40 Jahren so verändert hat. Gut, etwas Positives. Ich habe ernsthaft begonnen, die Lego-Krokodile aufzubauen. Und schaut, das habe ich schon. Das, meine Freunde der Blasmusik, ist ein Stück gebautes Lego-Schienen-Podest-Stand-Dings-Bums, wo irgendwann mal die Krokodil draufkommt. Ja, ich habe das selbst persönlich hab ich gedrückt. Und vom Krokodil gibt es auch schon was. Das gibt es vom Krokodil. Und ich glaube, heute werde ich, nachdem ich meine Hauptrechnerkontrollen gemacht habe, ein bisschen nichts tun. Da hinten kommt eine stinkig saure Frau. Am besten nicht hinschauen, dann tötet uns der Blick nicht. Wobei, die Aura ist auch manchmal gefährlich. Ja, essen waren wir in der Mühle in Mariansbach, da waren wir ja schon vor einigen Wochen mal und da haben wir gesagt, wir probieren mal das mit dem Mittagessen, das Mittagsmenü aus. Schwierigkeit, dass wir so spät essen, wir essen ja so 15.30 Uhr ungefähr und heute war irgendwie den ganzen Tag Computerkäse und ich habe um 14.15 Uhr festgestellt, dass wir in einer Viertelstunde essen und habe noch nicht gekocht. Was mich zur Erkenntnis gebracht hat, ich rufe jetzt mal in der Mühle an und die hatten da so eine Lasagne mit Feta. Ja, dann. Wisst ihr was? Schaut es euch mal an. So schaut das aus. Ja, für alle, die es nicht wissen, das war mal eine Tomatenlauch-Cremesuppe. Also über Creme kann man streiten.
Es war eine flüssige Suppe, in der Lauch herumgeschwommen ist. Nicht als Ganzer, schon zerkleinert, aber ist da drinnen rumgeschwommen. Und muss sagen, sie war sehr interessant. Anfangs haben wir gedacht, na, viel Geschmack ist nicht, aber im Laufe der Zeit hat es mir ganz gut geschmeckt, muss ich jetzt mal ganz direkt sagen. Danach hat es gegeben die Spinat-Feta-Lasagne. Das war ein Menü. Ich habe davor angerufen, ob es noch 5 Portionen für uns gibt. Und es gab. Und man hat sich gefreut und uns mit offenen Armen empfangen, obwohl wir Mund-Nasen-Schutz tragen. Und die ist dann gekommen. Dabei war so eine Kräutersoße und eine Garnitur. Ihr habt das ja gesehen. Wieder ohne Tomaten. Also kein Tomatenzeugs drin, so Bechamel, Spinat und obendrauf diese Feta-Geschichte. Das war echt gut. Das war echt gut, aber es ist echt nichts zum Abnehmen. Also es war schon eine sehr fette Angelegenheit. Ich habe eineinhalb Portionen gegessen, weil kleines Kind und so. Und ich habe diese eineinhalb Portionen nicht fertig gegessen. Ich habe nach einem Viertel aufgehört, weil ich mir gedacht habe, ups, jetzt wird es ein bisschen eng. Zum Glück haben die Kinder relativ rumgetrödelt und nach einer Viertelstunde konnte ich dann weiter essen. Und als Nachtisch gab es die hausgemachten Brownies. Das sind eigentlich so braune Keks, sage ich jetzt einmal. Und ein Cookie-Eis. Ja, das Eis ist jetzt ein Eis. Eis ist Eis, außer es ist ein Eismarillenknödel vom Tichy. Dann ist es ein gutes Eis. So ist meine Einstellung. Es gibt hin und wieder ein gutes Schokoeis, aber Eis, da bin ich schon kein Sofan und Hagel, ja. Und die Cookies sind interessant. Die haben sicher meiner Frau geschmeckt. Haben dir die Cookies geschmeckt? Die Cookies oder die Brownies? Die Brownies sind nicht Cookies. Brownies die Cookies waren im Eis. Ach, die Cookies waren im Eis. In meinem Eis waren übrigens keine Cookies, die sind irgendwie da abhanden gekommen. Aber wie waren die Brownies? Ganz okay. Meine Frau mag so irgendwie so Kekse, die irgendwie innen batzig sind. Darum habe ich mir gedacht, das hat ihr geschmeckt. Und sie macht. Und wenn man jetzt bedenkt, was sie gerade mit Kindern erlebt hat und sie macht. Dann ist das ein gutes Zeichen. Also, da kann es nicht schlecht gewesen sein. Nein, ich bin schon wieder entspannt. Sie ist schon wieder entspannt, ja. Es ist schon 30 Sekunden Ruhe. Nach 30 Sekunden ist man schon entspannt. Ja, und dann wollte ich euch noch was zeigen. Mein Sohn ist aus der Schule gekommen und hat mir das gezeigt. Das war seine Hausübung. Ich muss jetzt die Kamera da wieder. Ach, das ist jetzt wieder qualitativ Katastrophe. Ich habe das nur mal schnell eingescannt. Das ist das Ökosystem. Ja, und das hat der so gezeichnet. Und ich habe zu ihm gesagt, wow, zeichnen kannst du echt gut. Und was hat er da gesagt? So schlampig zeichne ich normal nicht oder so irgendwas hat er gesagt. Ich finde das toll, also mir gefällt das, wenn ich so, ich habe genau in meiner Schullaufbahn eine schöne Zeichnung gezeichnet, das erzähle ich gerne jedes Mal wieder. Und zwar bin ich ja per Pedes immer von meiner Tante, Pedes zu Fuß, hinaufgegangen zur Volksschule. Und da geht man so am Rand des Burgparks. Ich weiß, Sie sagen Schlosspark, aber es ist ein Burgpark, denn wir haben in Neulingbach eine Burg. Hätten wir ein Schloss, dann hätten wir es nicht mehr, weil dann hätten es die Türken niedergemetzelt. Ja, und zwar mehrfach. Wir haben eine Burg. Darum steht sie für mich auf dem Burgberg. Das ist jetzt aber meins, ja. Könnt ihr. Ich bin auch der Meinung, dass wir am Grillenbach wohnen und nicht am Kirschnerwaldbach, denn in den alten Karten steht Grillenbach und nicht Kirschnerwaldbach. Und ich bin am Grillenhof. Und da hat noch gar keinen Kirschnerwald gegeben. Die haben gar nicht gewusst, dass Kirschen sind. Hat es da schon einen Grillen. Aber egal. Sind wir immer zu Fuß hinaufgegangen auf den Burgberg. Und da waren so alle 15 Meter Bäume. Zwischen Straße und diesem erhöhten Gehweg. Den eh keiner verwendet. Aber es ist ein Gehweg dort, muss man dazu sagen. Und ich habe damals gemalt, immer zwischen zwei Bäumen, so einen Fußgänger, so einen Schüler. Und davor habe ich unseren Volvo 240 gemalt. Ein hellblauer Volvo mit großer Kombi, wo man hinten ganze Kühlschränke einladen konnte und Kinder noch dazu und die Oma und überhaupt alles hat man rein. Und wenn die Heckklappe abgefallen ist, hat man die Heckklappe einladen können. Das hat meine Mutter gemacht. Das war die einzige schöne Zeichnung in meiner Schulzeit, die ich gemacht habe. Und natürlich gekünstelte Sachen, so diese Ölkreidenkreise bemalen und dann mit den Finger rausstreifen und dann so Raupen machen. Sowas, das habe ich auch. Und diese Kartoffelstempelgeschichten, das konnte ich auch. Aber zeichnen konnte ich nie. Bis heute nicht. Und das können unsere Kinder alle, weil meine Frau die künstlerische Hochbegabung hat, muss man jetzt sagen. Ja, studiere, kannst nichts dagegen tun. Ja,
Also wollte ich euch zeigen, das Ökosystem. Ich kenne mich aus jetzt. Essen haben wir berichtet. Gekocht habe ich nicht. Der Kühlschrank geht über. Und dann war ich in einem örtlichen Supermarkt. Wir wollen keinen Namen nennen, Billa, weil ich auf Vorrat diesen Sojadrink kaufen wollte. Den gibt es bei Penny und bei Billa, den ich da gerne hätte. Und bei Penny gibt es ihn natürlich nicht. Und wenn es ihn gibt, gibt es 10 Backerl und mehr nicht. Aber bin ich ohne Hemmungen zum Billa gefahren. Ihr wisst, da bin ich eher selten, weil erstens weit weg, zweitens groß und viele Leute und ich, alter Knacker. Ach, passt nicht. Ja, jedenfalls bin ich dort und da lächelt mich doch ernsthaft eine nette Billa-Angestellte an und sagt, ja, ich kenne dich aus der, ich kenne sie aus der Facebook-Gruppe. Und ich habe gesagt, ja, dann schauen sie ja hoffentlich jeden Tag meine blöden Videos an. Und sie hat gesagt, na manchmal. Und jetzt hoffe ich doch, dass sie es heute tut, denn ich habe erwähnt, dass ich drüber reden werde. Ja, wenn alle Leute so freundlich sind und so nett, dann kann ja nichts mehr schiefgehen. Da kann Corona kommen und das kann sich vertschüssen, weil es keine Chance hat. Ja, was gibt's sonst zu sagen? Eigentlich nicht mehr viel. Ich habe fix vor, heute noch auf Seite 53 bin ich bei meiner Log. Es gibt 124. Ich glaube, das schaffe ich heute, oder? Da werden wir das Kind gleich ins Bett schicken, das noch übrig ist. Werden uns ein Joghurt, ein Abverkaufsjoghurt. Agnes, machen wir heute noch eine Joghurtsünde. Meine Frau schüttelt den Kopf. Agnes, machen wir eine Joghurtsünde. Ein Vanillejoghurt, ein Erdbeerenergie. Ich muss mit meiner Frau reden. Wir sehen uns morgen. Bis später, bis dann, bis irgendwann hier auf diesem YouTube-Kanal.